Hi, liebe Gemeinde, ich sende euch ganz herzliche Grüße von der anderen Seite der Erde und ich möchte euch zuallererst die Worte zusprechen, die auch Paulus immer den Gemeinden in seinen Briefen zugeschickt hat. Und das Coole ist, heute, ich muss keinen Brief schreiben und er wird dann irgendwie erstmal monatelang transportiert. Ich nehme ein Video auf und es ist schon direkt bei euch. Und ich möchte euch von ganzem Herzen Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn, wünschen. Und ich finde es mega, mega schön zu sehen, wie Paulus das eigentlich fast immer an den Anfang von seinen Briefen steht. Weil was gibt es Besseres, was man anderen Leuten wünschen kann, was man seinen Geschwistern wünschen kann, wie den Gnaden Gottes und den Frieden Gottes. Und das Gleiche möchte ich auch zu Beginn erstmal euch zusprechen. Gottes Gnade über euer Leben und seinen ewigen Frieden. Weil wir einen Gott haben, der eben dieser Friedensfürst ist und besonders ja, einfach in den Zeiten mit all den Dingen, die abgehen, glaube ich, ist es gut, neu auf Jesus zu schauen und sich daran zu erinnern, ja, Gottes Gnade ist über meinem Leben komplett, wie es im Römerbrief heißt. Durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. Warum? Weil wir fest in dieser Gnade stehen. Und es ist erstmal mein Gruß zu Beginn an euch. Und ja, ich wünsche euch einen gesegneten Gottesdienst, jetzt zum gemeinsamen Kinoschauen als Gemeinde. Und würde ich die Predigt jetzt, wenn es so eine Kategorie von Filmen her wäre, dann wäre es wahrscheinlich Endzeit, Apokalypse, ein Drama mit Happy End natürlich. Nicht für alle, aber für diejenigen, die es wollen. Und um keine Zeit zu verlieren, lasst uns direkt in den Text eintauchen, aber ich will zu Beginn gerne noch beten, dass Gott unsere Zeit segnet, dass Gott zu uns sprechen wird, weil ich möchte, dass ihr jetzt nicht mich seht, sondern ich bin einfach nur der Verkündiger von Gottes Wort. Und meine Funktion heute Abend ist die Funktion eines Wachmacher. Jemand, der ins Schlafzimmer kommt und auf dem Schlagzeug rumhaut, damit die Leute wach werden. Und ganz ehrlich, ich hatte erst gedacht, ich werde über einen anderen Text predigen, aber Gott hat mir diesen Text gegeben und deswegen möchte ich das jetzt von Herzen tun. Deswegen lasst uns zusammen beten, dass Gott unsere Zeit zusammen segnet und dass er direkt zu uns sprechen wird. Heiliger Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass dein Wort ermutigt. Herr, aber dass es auch unglaublich herausfordert, dass es ein Korrektiv ist. Herr, und dass dein Wort uns auch dazu treibt, immer wieder Buße zu tun, auf dich zu schauen, Jesus. Aber vor allem, dass es lebendig macht, Herr. Dass es erweckt, dass es Kraft ist, Jesus. Und um diese Kraft möchte ich dich jetzt bitten, heiliger Gott, dass dein Geist wirksam ist durch die Worte, die ich jetzt sprechen werde. Und dass du, Herr, redest, um uns zuzurüsten, um uns auf dich auszurichten, Herr. Um auf dich zu schauen und daran zu erinnert zu werden, Herr, was wirklich im Leben und in der Ewigkeit zählt, Herr. Darum bitte ich dich, mein Gott. Amen. Damals bei den Römern war es so, wenn ein römischer Legionär dazu verordert wurde, Nachtwache zu halten, dann durfte er auf keinen Fall, und zwar niemals, einpennen. Wenn ein römischer Soldat bei der Nachtwache einschläft, dann kann es ganz schnell sein, dass er einfach hingerichtet wurde, weil darauf die Todesstrafe stand. Warum ist es so? Weil es absolut fundamental wichtig ist, dass jemand, der Wache schiebt, wachsam bleibt. Denn es lauern immer Gefahren. Und sollte der Wächter, auf den alle anderen sich vertrauen, sollte er einschlafen, dann ist niemand mehr da, der Alarm schlagen kann. Und genauso wie diesen Befehl an den römischen Wachmann gewesen ist, bleib wachsam, bleib standhaft, sei auf der Hut. Genauso haben wir auch im Neuen Testament ganz viele von diesen Befehlen, von diesen Anordnungen, genauso Wache zu schieben, wachsam zu bleiben und nicht zu schlafen, weil es nämlich absolut fatal wäre, einzuschlafen. Und besonders Jesus erzählt seinen Jüngern 5 Gleichnisse vor seiner Kreuzigung über das Kommen des Menschensohnes. Und 5-mal hintereinander erzählt er in einer Form ein Gleichnis über das Wiederkommen. Und jedes dieser Gleichnisse hat eine Aussage. Leute, seid wachsam, betet, seid auf der Hut, erhebt eure Augen und wartet darauf, was kommen wird. Und eins dieser Gleichnisse möchte ich heute mit euch anschauen. Weil ich frage mich, wo finden wir noch so viele Gleichnisse geballt zusammen? Wir finden sie, wenn Jesus über das Reich Gottes spricht. Da sind auch viele Gleichnisse hintereinander. Und wenn er da über Rettung spricht, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn, das verlorene Schaf. Aber
außer den beiden fällt mir im Moment gerade nicht ein, wo Jesus noch so viele Gleichnisse geballt an einem Punkt zusammenbringt, wie an dieser Stelle, wenn er über sein Kommen redet. Und deswegen lasst uns jetzt anschauen, was Jesus uns zu sagen hat über sein Wiederkommen. Lasst uns zusammen Matthäus 25 aufschlagen und dann lesen wir das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl. Die Klugen nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt den Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es uns und euch nicht reichen. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Amen. Leute, Jesus erzählt dieses Gleichnis seinen Jüngern. Er blickt voraus auf den Tag seiner Wiederkunft und er spricht dieses Gleichnis zu uns. Es geht um uns, die gläubigen Leute, seine Nachfolger. Wir finden dieses Motiv immer wieder im Neuen Testament. Paulus spricht davon, der Offenbarung, die Hochzeit als Bild, wenn Jesus kommt, um die Gemeinde heimzuholen, wenn er wiederkommt. Und diese Botschaft ist absolut an dich gerichtet und an mich gerichtet. Jesus kommt und spricht davon, dass das Himmelreich sein wird wie 10 Jungfrauen. Und diese Jungfrauen, die die Gemeinde repräsentieren, die zeigen uns, dass wir alle, sie alle, die Klugen, die Dummen, ich werde ganz bewusst dumm sagen, weil heute spricht keiner mehr von törichten Menschen. Wir sprechen von dumm, und damit das Ganze auch ein bisschen mehr Nachdruck hat, werde ich die restliche Zeit nur noch von den Klugen und von den Dummen reden. Aber hier gibt es keinen Unterschied. Alle gehen gemeinsam diesem Bräutigam entgegen, der kommen soll. Das heißt, wir befinden uns alle auf diesem Weg. Wir alle gehen darauf zu, dass Jesus wiederkommt. Ob uns das klar ist, ob wir daran im Alltag denken, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht, das spielt keinen Unterschied. Wir als Gemeinde und die ganze Welt auch, aber wir als Gemeinde gehen erwartend diesem Bräutigam entgegen. Und diese Jungfrauen, die haben besondere Merkmale. Wie schon gesagt, es gibt 5 Kluge und es gibt 5 Dumme. Das ist der einzige Unterschied in dieser Gruppe, den wir am Anfang jetzt erkennen können, was Jesus da erzählt. Und dann kommen wir schon auch auf den allerwichtigsten Punkt der Geschichte, ganz von Anfang hin. Am Anfang können wir gleich davon lesen, aber später kommt es dann auch beim Höhepunkt. Es wird nicht berichtet, worin sich die Dummen als dumm erzeigen und die Klugen als klug. Und zwar heißt es, ich lese den Vers nochmal: Die Törichten, die Dummen, nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Und es ist so interessant, wie Jesus hier dieses Wortspiel macht, literarisch. Schaut mal, wie es hier steht. Es heißt nicht, die Klugen nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen Öl, sondern hier steht sogar das Öl am Anfang. Damit will Jesus das Öl direkt in den Fokus rücken. Noch viel wichtiger als die Lampe oder alles andere, das Allerwichtigste ist das Öl. Ohne Öl brennt keine Lampe. Das heißt, so wie die dummen Jungfrauen nicht an das extra Öl oder an Öl dachten, so haben die Klugen zuallererst an das Öl gedacht und dann Öl in ihre Gefäße gefüllt, die Lampen genommen und sie sind losmarschiert. Und das brauchen wir jetzt im Hinterkopf, wenn wir diese Geschichte verstehen wollen und sie gemeinsam jetzt auslegen auf unser Leben. Und dann heißt es dauert eine lange Zeit. Jesus sagt, er kommt bald wieder,
Aber trotzdem macht er deutlich hier und auch in den anderen Gleichnissen, seine Wiederkunft verzögert sich. Es dauert lang, es ist ermüdend, die Leute werden schläfrig. Wo bleibt er? Am Anfang geht man noch raus mit Vorfreude und wartet auf ihn und kann es nicht abwarten. Und man ist voller Erwartung und alles, das Denken ist einfach nur auf dieses Event gerichtet. Aber dann kommt er nicht und er kommt nicht und es verzögert sich. Und irgendwie wird man träge. Diese Euphorie, der Enthusiasmus, der ebbt ab. Und dann heißt es, alle schlafen ein. Und wisst ihr was, nicht nur die dummen Jungfrauen schlafen ein. Nein, die Klugen genauso. Alle schlafen ein. Was will es uns als Gemeinde sagen? Das allererste will sagen, wir alle stehen in diesem Prozess des Wartens. Es ist ein langes Warten für alle von uns. Und wir alle haben keine Ahnung davon, wann Jesus wiederkommt. Niemand weiß es, niemand kennt den Augenblick. Egal wer du bist, du gehst einem Ereignis entgegen, von dem du nicht weißt, wann es stattfindet. Und letztendlich will es uns sagen, wir als Gemeinde, du als Christ, in deinem Leben kommt es zu dem Punkt, wo du einschläfst. Alle schlafen ein. Egal wie feurig du warst, es kommt der Punkt, in dem du schlafen wirst. Aber das Interessante ist, das Ende macht sich nicht abhängig von diesem Status des Schlafens. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass die Gemeinde an Punkte kommt, in denen sie schlafen wird. Und ich möchte zu Beginn 5 Charakteristika nennen einer schlafenden Gemeinde oder eines schlafenden Christens. Weil ich musste darüber nachdenken, über unsere Situation heute, besonders im Westen, der reiche Westen, die Gemeinden. Kann es sein, dass wir gerade vielleicht in diesem Schlafmodus stecken? Pauschal gesagt, natürlich gibt es immer feurige Christen und feurige Gemeinden, aber wir als Gemeinde, als Ganzes, vielleicht auch du, vielleicht auch ich, schlafen wir gerade? Sind wir gerade so verträumt, dass wir dieses Ereignis irgendwie gar nicht mehr vor Augen präsent haben? Und ich möchte 5 Dinge nennen und ich möchte dich bitten, sei ehrlich mit dir. Ich bin weit weg von dir, ich schaue gerade nur in eine Kamera, aber Gott sieht in dein Herz. Und das Allerbeste, was du machen kannst, ist ehrlich mit dir zu sein und ehrlich zu Gott zu sein. Schau in dein Leben, wie es in deinem Leben aussieht. Und schau, was es mit dir macht. Das Allererste ist, eine Gemeinde, die schläft, sie weiß nicht, dass es schläft. Wenn du schläfst, dann weißt du nicht, dass du schläfst. Eine Gemeinde, ein Christ, der in einem schlafenden Zustand ist, der merkt es gar nicht. Er ist in diesem Zustand des Schlafes und es geht ihm gut. Er hat keine Ahnung davon, dass er schlafend ist. Und es ist das Erste, was wir merken müssen, verstehen müssen. Was zeigt es uns nämlich? Jemand, der schläft, kann nicht von alleine aus diesem Zustand wieder wachgerüttelt werden. Nein, er braucht jemand, der ihn packt, der vielleicht schreit, wenn es sein muss, ihm auch ein paar Backpfeifen gibt und ihn aufweckt. Vor allem, wenn so ein wichtiges Ereignis vorne dran steht. Leute, und die Backpfeifen, die werde jetzt nicht ich euch geben und die werde auch nicht ich empfangen, sondern es macht Gottes Wort. Gottes Wort ist, wie ich vorher gebetet habe, es ist dieses Korrektiv. Gottes Wort ist der ultimative Wachmacher, der die Prioritäten wieder ausrichtet. Und das ist das Erste, was wir wissen müssen. Wenn wir in einem schlafenden Zustand sind, wissen wir es erstens nicht und wir brauchen jemanden, der uns wach macht. Und der beste Wachmacher ist das Wort Gottes. Hierin müssen wir uns prüfen. Unser Lebensstil, unser Lebenswandel, unser Zustand, was uns ausmacht komplett. Deswegen bitte ich dich, lese Gottes Wort jeden Tag und gebrauch es wie einen Spiegel in deinem Alltag, in deinem Leben. Und aufwachen, das macht keinen Spaß. Aufwachen ist unangenehm. Niemand wacht gerne aus, wird aus dem Schlaf wachgerüttelt oder aufgeschreckt, aber es ist notwendig. Insbesondere, wenn wir auf die Rückkehr Jesu achten. Wir müssen wach sein. Wir müssen vorbereitet dafür sein. Und deswegen brauchen wir diesen Wachmacher der Bibel. Punkt Nummer 2, wer schläft, befindet sich in einer Traumwelt. Er ist gerade momentan nicht in der Realität. Er ist nämlich gerade am Schlafen und kann nicht teilnehmen an der wahren Realität, an dem Leben, wo das Leben gerade abspielt. Was will ich damit sagen? Eine Gemeinde, die schläft, befindet sich ebenso nicht in der Realität der geistlichen Wahrheiten. Man kann so abgelenkt sein von so vielen Dingen, dass man den Fokus auf das verliert, was wirklich zählt. Man kann so abgelenkt davon sein, dass man in all diesen Dingen, die um einen herum sind,
gar nicht ausgerichtet ist auf die ultimative Wahrheit, auf die Ewigkeit, auf die Dinge, die im Leben zählen. Und jemand, der schläft, befindet sich in so einem Zustand. Und deswegen müssen wir einen Alltagscheck machen. Mach doch bitte einen jetzt für dich. Wie sehr spielt es eine Rolle für dich in deinem Alltag? Der Gedanke, dass Jesus wiederkommt, dass du ihm nachfolgen willst und auf dieses Ereignis hinblickst, dass die ultimative Wahrheit und Wichtigkeit nicht dieses Leben hier ist, sondern das ewige Leben. Das verglichen damit, das Leben hier hat überhaupt keinen Wert da im Vergleich dazu. Wie sehr macht es deinen Alltag aus? Wie sehr lebst du mit dieser Perspektive? Punkt 3, dritte Charakteristika. Ganz klar, eine Gemeinde, die schläft, erfüllt nicht ihren Auftrag. Jemand, der schläft, kann nicht arbeiten, kann nicht handeln, kann nicht aktiv sein. Genauso auch ein Christ, eine Gemeinde, die am Schlafen ist, die führt nicht den Auftrag aus, den uns Gott gegeben hat. Jesus hat gesagt, in seinem Wort, bevor er gegangen ist, Leute, ich habe eine große Botschaft für euch, die ihr bis ans Ende der Welt hinzutragen habt, das Evangelium. Wie sehr ist dieser Auftrag Teil in deinem Leben? Wie sehr brennst du dafür, dass Menschen vielfacherweise verloren gehen, ohne Jesus zu kennen? Wie sehr macht es dir zu schaffen, dass es so viele Völker gibt, die Jesus überhaupt nicht kennen, die noch nie was von seinem Evangelium gehört haben? Aber auch deine Kollegen auf der Arbeit, du gehst dorthin, du siehst und du weißt ganz genau, Mann, der Typ hat keinen Frieden mit Gott. Wenn er jetzt stirbt, dann ist er verloren. Vielleicht bist du die einzige Predigt in seinem Leben, die er jemals hören wird. Aber wir sind so oft so schläfrig, dass es uns gar nicht mehr interessiert. Wir sind so abgekocht davon. Ich kenne das aus meinem Leben. Und deswegen müssen wir wieder wachgerüttelt werden, dass wir einen Auftrag haben. Wir sind da als Gemeinde, um Gott zu verherrlichen. Dein Leben ist primär da, um Gott zu verherrlichen. Du lebst für ihn. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, dass Jesus deshalb für alle gestorben ist, damit die jetzt leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist dein Calling, das ist mein Calling. Wie sehr führst du das aus? Wie sehr macht es dich aus? Und Leute, das ist nichts Erzwungenes. Jemanden, der mit Feuer gefangen hat, aus dem sprudelt es raus, der leuchtet einfach. Der kann gar nicht anders. So wie Paulus sagt, wehe mir, ich predige nicht. Ich muss. Er ist so voll von diesem Auftrag. Er ist so voll von dem, was er von Jesus gesehen hat, dass er gehen muss. Wie sehr macht es deinen Alltag aus? Wie sehr beschäftigt dich das? Wie sehr betest du dafür, dass Gott Erweckung schenkt? Eine Gemeinde, die schläft, ist abgelenkt. Charakteristika 4. Eine Gemeinde, die schläft, die braucht nichts. Der geht's gut. Leute, wenn ich hier bei der Mittagshitze in meiner Hängematte ein Schläfchen mache, dann geht's mir gut. Ich brauche niemanden. Da sollen mich alle in Frieden lassen. Und alles ist easy peasy. Eine Gemeinde, die schläft, der geht's genauso. Sie braucht nichts. Sie hat keinen Hunger, sie hat keinen Durst, die will nichts. So wie Laodicea. Sie dachten, sie haben alles. Sie brauchen nichts mehr. Und was Jesus sagt, ist richtig hart. Ich werde euch ausspucken, weil ihr weder kalt noch heiß wart. Ich werde euch ausspucken, weil ich mit euch nichts anfangen kann. Ihr, die ihr nichts mehr braucht. Eine Gemeinde, die schläft, die hat keinen Hunger. Die hat keinen Durst nach Jesus. Die sehnt sich nicht nach innigster Gemeinschaft mit dem Schöpfer und mit dem Erlöser. Wie sehr hast du Hunger nach Jesus? Wie sehr freust du dich, am Morgen aufzustehen und zu sagen, Herr, ich will neue Schätze ausgraben, ich will dir begegnen. Wann warst du das letzte Mal so erfüllt von Gottes Frieden, dass es einfach alles auserfüllt hat bei dir? Kannst du das wie David sagen, der die Wüste kannte, der Hunger kannte? Meine Seele ist so hungrig nach dir, Gott, so durstig. Ich brauche diese Quelle. Wie sehr hast du Durst nach dieser Quelle? Wie sehr brauchst du Gott? Wie sehr merkst du in deinem Alltag, dass er deine ganze Vitalität und dein Leben ist? Dass es ohne ihn überhaupt kein Leben gibt? Wie sehr hast du Sehnsucht nach ihm, wenn nur ein paar Stunden vergehen und du nicht mit ihm geredet hast oder sein Wort nicht gelesen hast? Passieren diese Dinge in deinem Leben? Wenn nicht, dann vielleicht, weil du schläfst. Ich weiß es nicht, was bei dir ist, aber du musst dich selbst prüfen. Und das Letzte und meiner Meinung nach das Allerwichtigste ist, eine Gemeinde, die schläft, die betet nicht. Jemand, der voll von dem Geist ist, das lesen wir durchweg in der Bibel. Menschen, die erfüllt vom Geist waren, die haben gebetet und davor gebetet.
die haben sich auf Gott ausgerichtet. Es waren Menschen des Gebets, Menschen, die von Gott gebraucht wurden. Das waren Beter, Männer und Frauen, die haben gebetet. Bevor Gott Erweckung schenkt, da waren immer Leute, die gebetet haben. Und jetzt harter Tobak, Leute, aber bei uns in Flein, in anderen Gemeinden in Deutschland, ich sehe das aber auch hier in Brasilien, ich habe mit meinem Pastor geredet, in Amerika das Gleiche, volle Gemeinden, 8, 10 Leute beim Gebetstreffen, paar tausend Leute in der Gemeinde in Amerika, die er kannte, 15 Leute beim Gebetstreffen, hier auch so häufig. Und ich sag es dir offen und frei, wenn du sagst, ach, Gebetstreffen, es ist eh nur Gebetsstunde, ich brauche heute nicht gehen, dann frag dich, was es über deinen geistlichen Zustand aussagt. Eine Gemeinde, die schläft, die hat keinen Hunger nach Gebet. Die sehnt sich nicht nach Gemeinschaft mit anderen, auf die Knie zu gehen, um Gott anzuflehen, ihn zu preisen, ihn zu bitten. Wie sehr, und jetzt abgesehen von dem, was in der Gemeinde stattfindet, in deinem Alltag, wie viel Zeit verbringst du auf deinen Knien, um für deine Freunde zu beten oder die Leute aus deiner Familie, die verloren sind? Wie sehr hast du eine Last bei dir, dass du beten willst, beten musst? Wie viel Zeit verbringst du im Gebet und suchst das Angesicht Gottes, um seine Gemeinschaft zu genießen, um ihn zu preisen, um von ihm genährt zu werden, erfüllt zu werden, um ihn zu verstehen, damit er Erkenntnis gibt, aber vor allem auch, um zu sehen, wie Gottes Hand sich bewegt, um Menschen zu retten und Erweckung zu schenken? Wie sehr betest du? Wie hungrig bist du nach Gebet? Es sind harte Checks, die wir machen müssen, aber die sind notwendig, Leute. Machen wir weiter im Text. Es ist, die Nacht geht voran und dann kommt der Moment, wo alle aufwachen. Es ist Mitternacht. Man kann dieses Wort auch verstehen, stockdunkelste Nacht. Sozusagen wie der Zenit der Sonne, der Zenit der Nacht. Zur dunkelsten Stunde, zur Mitternacht, auf einmal kommt das Geschrei und der Bräutigam, Leute, auf geht's. Und da ist Chaos und Aufregung. Endlich, endlich. Und wisst ihr was, es ist auch der Augenblick, wo Leute was realisieren. Nämlich, bin ich ready, bin ich vorbereitet? Er ist da, los geht's, los geht's. Und um nicht zu spät zu realisieren, der Bräutigam kommt plötzlich. Deswegen sagt Jesus in Lukas 21, 34 bis 36, hütet euch, passt auf, seid wachsam, betet, damit der Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der Erde wohnen. Er wird kommen, deswegen sollen wir wachsam sein. Weil das ist der kritische Augenblick. Die dummen Jungfrauen, die merken, Mann, wir haben kein Öl. Und das ist so der letzte Lampencheck. Kurz bevor der Bräutigam, er ist schon da. Jetzt schaue ich nochmal nach meinem Material. Jetzt auf einmal ist es mir wichtig. Jetzt auf einmal merke ich, worum es geht. Ich war vor ein paar Jahren mit meinem Bruder, mit dem Chris, wir waren in Asien mit ein paar Freunden und wir waren tauchen. Und es war unglaublich, unglaublich das schöne Erlebnis. Und vor dem Tauchen, so kurz bevor wir dann vom Boot ins Wasser gesprungen sind, dann gibt es nochmal einen letzten Equipment-Check. Man geht durch alles durch, ob alles passt, ob alles da ist. Und das macht man immer gegenseitig. Der eine überprüft den anderen. Leute, wenn mir erst in dem Augenblick einfällt, zu gucken, ob ich Sauerstoff in meiner Flasche habe, dann bedeutet es, dass ich nicht ins Wasser springen werde, dann ist es viel zu spät. Dieser letzte Check ist nochmal kurz überprüfen. Die Vorbereitung, die findet schon lange, viel, viel früher statt, dass alles passt. Ich muss schon viel früher dafür sorgen, damit ich eine Flasche habe, die voll von Sauerstoff ist. Genauso unsere Lampen, unser Öl. Wir müssen uns darum kümmern. Wisst ihr wann? Jetzt. Nicht morgen, nicht heute Abend. Jetzt musst du dich darum kümmern. Du brauchst Gewissheit jetzt, dass du im vollen Saft stehst. Dass du voll von diesem Öl bist, dass deine Lampe brennt. Später wird es zu spät sein. Und es ist die Frage an dich, wie wird Jesus dich vorfinden, wenn er wiederkommt? Was wirst du tun? Wie wirst du leben? Was sind deine Prios? Was macht deinen Alltag aus? Womit beschäftigst du dich? Um bei dem Thema zu bleiben, dumm und klug, ich möchte kurz auf diesen reichen Mann eingehen, den die Bibel auch dumm nennt. Im Sinne der Welt war der Self-Made-Millionär, ein kluger Mann, erfolgreich, Karriere gemacht. Im Sinne der Welt war er klug. Aber wie nennt Jesus ihn? Er ist dumm. Du Dummkopf, heute Nacht wird man deine Seele fordern. Alles, worauf du dein Leben gesetzt hast, verpufft.
Aber wisst ihr, Leute, die für Jesus bereit sind, alles zu verlieren, die keinen Wert sehen in Material, in den ganzen Dingen der Erde, sondern die alles verlieren für Jesus, das sind völlige Idioten im Blick der Welt. Es macht keinen Sinn. Aber im Blick des Himmels, der Ewigkeit, sind es die Weisen, sind das die Klugen. Wir können nichts mitnehmen in den Himmel, absolut gar nichts. Wisst ihr, außer was wir mitnehmen können? Andere Menschen. Sonst, worauf wir in diesem Leben setzen, was auch immer sein sollte, das wird erstens vergehen und zweitens hat es so viel Wert für die Ewigkeit. Ganz genau so viel. Macht es dir bewusst, es hat absolut keinen Wert, jegliches Material oder sonst irgendwas. Und Jesus sagt in seinem Wort, Gott spricht in seinem Wort, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alle richten nach seinen Taten. Ganz klar, Leute, jeder einzelne Mensch wird nach seiner Tat gerichtet werden. Und wisst ihr, um die Gläubigen ist es kein Gericht mit der Frage, ob du gerettet wirst. Das ist ganz klar, gerecht wird niemand durch Werke. Allein aus Gnade und durch Glauben. Fertig. Aber Jesus sagt, er wird richten, wie wir auf dieses Fundament des Glaubens gebaut haben. Mit welchem Material. Und es gibt Leute, die bauen fest. Die bauen Granit, die bauen mit Gold, mit Edelsteinen. Und dann gibt es die, die investieren in Stroh, in Holz, in Nichtigkeiten. Und in diesem Gericht Jesu wird alles verbrennen und nur das, was übrig bleibt, wird bleiben. Und deswegen sagt er, Leute, sammelt euch Schätze im Himmel. Worauf du investierst, wenn es nur Holz und Nichtigkeit ist, es wird verbrennen, es wird verpuffen. Und deswegen kommt es auf das Öl an. Wir sind jetzt beim Hauptpunkt dieser Geschichte angekommen. Kommen wir zum Öl. In diesem Augenblick merken die Jungfrauen, das Wichtigste ist das Öl. Und sie sind am Durchdrehen, weil sie merken, sie haben kein Öl. Alle starten gut, aber es geht darum, bis zum Ende durchzuhalten. Und dieses Öl ist das Wichtigste. Und ich glaube, dieses Öl steht für die Fülle des Geistes. Ein Leben voll von Jesus, ein Leben mit Jesus, in der Fülle Gottes, voll des Heiligen Geistes. Die Sache ist das Folgende. Ein Gefäß kann nur in dem Maße gefüllt werden, in dem Maße, wie es vorher leer geworden ist. Das heißt, wenn dein Gefäß voll ist mit anderen Dingen, wie soll Jesus dich ausfüllen? Du musst leer werden. Deswegen spricht die Bibel davon, dass du sterben musst. Jemand, der neu geboren werden wird, eben durch den Glauben, der wird neu geboren, nachdem er vorher gestorben ist, gekreuzigt sich selbst, Entschuldigung, der Welt und allem anderen und der Sünde vor allem, damit er jetzt erfüllt von Jesus, für Jesus leben kann. Wie willst du voll des Geistes leben, wenn du Sünde in deinem Leben hast, Sünde in deinem Leben duldest? Und nebenbei, Sünde ist die größte Schlaftablette, die größte Schlafpille, die es gibt, die dich einlullen will, damit du vergisst, dass du kein Öl hast. Und deswegen ist die Frage an dich, wie voll bist du von Jesus? Und wenn nicht, wie voll bist du vielleicht mit anderen Dingen? Und hier kommt so ein Wachmacherwort von Paulus. Der war auch immer so ein, der draufschlagen konnte, weil es ihm wichtig war, weil er die Gemeinde lieb hatte, weil er für die Gemeinde gekämpft hat, weil es ihm wichtig war. Ich möchte mit euch Epheser 5, 14 bis 18 lesen. Hören wir auf seine Worte, passend zu unserem Thema. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und jetzt das Wichtige, sauft euch nicht voll Wein, sondern mit was sollen wir uns füllen? Lasst euch vom Geist erfüllen. Es ist ein tägliches Erfülltwerden von Gott. Und Gott ist großzügig. Jesus sagt, bittet ihn, der Vater wird euch den Geist reichlich dargeben. Ein Vollwerden von dem Geist Gottes. Ich möchte euch eine Frage vorlesen, die ich in dem Buch von Leonard Ravenhill, diesem bekannten Erweckungsprediger, gelesen habe. In Bezug auf das Leben füllen. Und er sagt Folgendes. Wie würde dein geistliches Leben aussehen, wenn du da so darin investieren würdest, wie in deine Karriere, wie in deine Hobbys, wie in dein Haus, wie in dein Auto? Wie würde dein geistliches Leben aussehen? Wie würdest du voll im Saft stehen, wenn du darin so investieren würdest, wie in all diese anderen Dinge? Und er dreht die Frage um. Wie würde deine Karriere aussehen, wenn du so in sie investieren würdest, wie in dein geistliches Leben? Und dann sagt er, viele wären vielleicht schon am Verhungern. Womit füllst du dich?
Und es kommt jetzt wirklich auf die Essenz an, dieses Leben. Zu sagen, ich will nur Jesus. Ich brauche nur Jesus. Was interessiert mich das, was für ein Auto ich fahre, wo ich wohne? Jesus sagt, richtet euch auf das Reich Gottes aus. All die Sachen fallen euch zu. Ich will Jesus, ich will ihn erkennen. Ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Ich will durchdringen in mehr Tiefe. Ich möchte, dass er aus mir herauslebt, dass wenn ich unterwegs bin, dass Leute das merken. Ich möchte heilig leben. Ich möchte ein treuer Diener sein, wenn Jesus kommt, dass er zu mir sagt, geh ein zu deines Herrn Freude, du hast es gut gemacht. Wie sehr bist du voll davon? Leute, wenn wir glauben, wirklich glauben, was wir hierin lesen, dann ist es das Einzige, was wichtig ist. Dann sollte es deine absolut hundertprozentige Priorität zu sein. Und alles andere kommt danach. Wo ist der Hunger? Und ich möchte mein Wort an euch richten und ich möchte das wirklich mit Demut tun vor euch, mit Respekt. Aber mit diesem Eifer wie Paulus möchte ich ein bisschen auch mit diesem Eifer für euch ringen, für mein eigenes Leben. Und ich möchte beginnen, gerade mit den Leuten aus meiner Generation, mit der Jugend. Wisst ihr, wenn wir Biografien lesen von den großartigen Helden Gottes, dann sehe ich, dass das alles junge Kerle waren, junge Frauen. Hudson Taylor, als er seinen Fuß das erste Mal in China, auf chinesisches Land gesetzt hat, war er 22 Jahre. George Whitefield, als er vor 15.000 Leuten predigte, war gerade mal 24 Jahre alt. John Wesley genauso, die waren alle Anfang 20. Und die Reihe wird so weitergehen. Das waren junge Leute, die gesagt haben, meine Jugend, meine Kraft, mein Leben gehört Jesus. Ein Jim Elliot, das Gleiche. Und wisst ihr was, wenn wir auf die Jünger schauen, was glaubt ihr, wie alt die Jünger waren? Jesus war 30, als er begonnen hat mit seinem Dienst. Normalerweise war der Rabbi jemand, der höher gestellt war, im Leben vorangeschritten an Weisheit. Und höchstwahrscheinlich waren seine Jünger deshalb auch Jünger. Die waren Mitte 20, vielleicht waren sie Anfangs 20. Vielleicht war Petrus so alt wie ich, wer weiß. Oder so alt wie du. Und sie haben es gemerkt, ich lasse alles, mein Netz, mein Fischen, ich lasse alles hinter mir, weil Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und das Gleiche will ich tun. Und das wünsche ich mir für euch. Wisst ihr, ich habe, bevor ich Jesus angefangen habe, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen, als er mich gerettet hat, habe ich viel falsch in meinem Leben gemacht. Und ich habe viel schlechte Dinge ausgekostet, um zu merken, dass die Welt nichts zu bieten hat. Dass es dich nur leer und tot dalässt. Und das wahre Leben, Fülle des Lebens, wirklich nur in Jesus zu finden ist. Und ich wünsche mir das für dich, dass du nicht erst den gleichen Weg gehen musst, um es zu verstehen, sondern sagst jetzt, egal wie alt ich bin, mit 15, 14 Jahren, ich liebe meinen Herrn, ich will für ihn leben. Ich will den ganzen Mist nicht haben, sondern ich will für Jesus leben. Ich gebe ihm die Kernzeit meiner Kraft, meines Lebens, die will ich ihm weihen. Das wünsche ich mir mega für euch. An ihr, die ihr schon ein bisschen älter seid, aber natürlich immer noch jung, selbstverständlich, ihr seid immer noch jung. Ich möchte dich fragen, erinnerst du dich an die Gebete, die du gesprochen hast, als du frisch im Glauben warst? Kannst du dich erinnern an die Tage dieser ersten Liebe? Ist es noch in deinem Leben, wo du gesagt hast, Jesus, ja, wir beide gegen den Rest der Welt miteinander, wir gehen zusammen. Wo hat dich der Trott des Lebens hingeführt? Und ich möchte das mit Liebe sagen, aber erinnere dich daran zurück. Und lass dich wieder neu erfüllen von Jesus. Und zuletzt, ihr lieben alten Geschwister, im Reich Gottes gibt es keinen Rentnerstatus, der existiert nicht. Rentnerstatus, ewige Ruhe, die wird es einmal bei Gott geben, wenn wir zu seiner ewigen Ruhe eingehen. Aber solange wir auf dieser Welt sind, stehen wir in einem Kampf. Und ich hoffe so sehr, dass du sagst, solange Luft zum Atmen da ist in meiner Lunge, will ich meinen Gott loben. Solange ich noch irgendwas tun kann, werde ich den Leuten von Jesus erzählen. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, dann liege ich auf meinem Bett und werde beten. Und werde mich von Gott als Beter oder Beterin gebrauchen. Die Gemeinde, an die der Hebräerbrief sich richtet, ist auch eine Gemeinde, die schläfrig geworden ist. Und darin blickt der Schreiber zurück und sagt, Leute, schaut, weil wir so eine Wolke von Glaubenshelden haben, die so viel erduldet haben,
Lasst euch ablegen, legt alles ab, was euch beschwert und die Sünden, die euch umstrickt. Und was? Lauft mit Geduld in diesem Kampf, der uns bestimmt ist. Lauft mit Geduld. Und es ist immer schön, inspirierende Geschichten zu hören. Mir geht es auf jeden Fall so. Und ich möchte noch ein Leben teilen von einem Mann, der hieß Charles Studd. Es war so ein richtiger Kämpfer Gottes. Und er ist zum Glauben gekommen, als er 18 Jahre alt war. Und er war der Sohn eines Millionärs in England, Kohle ohne Ende. Und er war einer der besten Spieler der englischen Nationalmannschaft im Cricket. Es war Ende 19. Jahrhundert. Aber als er gläubig geworden ist, hat er alles hinter sich gelassen, seine Karriere, sein Geld, alles, und ist nach China gegangen. Er war einer der berühmten 7 aus Cambridge, die mit Hudson Taylor unterwegs waren. Er war auch 24 Jahre, als er dort ankam. Und sein Vater hintermachte ihm Millionen und hat gesagt, ich gebe alles hin. So wie er es sagt, von nun an leben wir von Gottes Hand in unserem Mund. Er tat, was der reiche Jüngling nicht tun konnte. Er gab alles hin und folgte Jesus nach. Und ich möchte euch ein paar Zeilen vorlesen aus einem ganz berühmten Gedicht, das er geschrieben hat. Das heißt, nur ein Leben. Gib mir, Vater, eine tiefe Absicht, in Freude oder Trauer dein Wort zu halten. Treu und wahrhaftig, was auch immer das Ziel, dich in meinem täglichen Leben zu erfreuen. Nur ein Leben, bald ist es vorbei. Nur was für Christus getan wurde, das bleibt. O lass meine Liebe mit Inbrunst brennen und von der Welt möchte ich mich nun wenden. Ich lebe für dich und du allein, dir die Freude auf deinen Thron zu bringen. Nur ein Leben, bald ist es vorbei, nur was für Christus getan wurde, das bleibt. Nur ein Leben, ja nur eines, lass mich sagen, dein Wille geschehe. Und wenn ich endlich den Ruf hören werde, dann weiß ich, dass ich sagen werde, es war es alles wert. Nur ein Leben, bald ist es vorbei, nur was für Christus getan wurde, das bleibt. Nur ein Leben, das bald vorbei sein wird. Nur was für Christus getan wurde, wird bleiben. Und wenn ich sterbe, wie glücklich werde ich sein, wenn die Lampe meines Lebens für dich ausgebrannt ist. Und darauf kommt es an. Und die Jungfrauen, die merken es, darauf kommt es an. Und deswegen werden sie hysterisch und sagen, gib uns Öl. Aber wir sehen, nein, jeder muss für sich selbst sorgen. Du bist verantwortlich für dein Leben, ich für meins. Und die anderen Jungfrauen sagen, das geht nicht. Sonst würde für uns beide nicht, würde es nicht reichen. Ihr müsst dafür sorgen. Und dann heißt es, die bereit waren, die gingen mit dem Bräutigam hinein, um das himmlische Hochzeitsfest zu feiern. Aber die Türe wurde verschlossen. Und es ist so eine Dringlichkeit, die dir sagen will, nur der bereit ist. Bist du bereit? Und es hat so eine Endgültigkeit, so eine schreckliche Finalität. Die Tür ist zu, da geht nichts mehr. Es ist vorbei, nur wer bereit ist. Deswegen ist es so wichtig, weil es eben ein zu spät geht. Und dein Seelenheil steht auf dem Spiel. Und als die Jungfrauen kommen mit dem Öl, sind sie vor der Tür und klopfen an und rufen, Herr, Herr, mach uns doch auf. Und der Bräutigam sagt, ich kenne euch nicht. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Worte, die jemand hören kann, wenn Jesus zu dir sagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Du hast keinen Teil mit mir. Geh weg. Und Jesus malt ganz bewusst diesen Kontrast auf, diese zwei Alternativen. Es gibt nur das eine oder das andere. Und es sind leider so viele, auch in Matthäus 7, die Leute, die kommen und denken, sie gehören zu Jesus und rufen, Herr, Herr, und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Da ist es, sind so viele. Und ich glaube nicht, dass diese Zahlen jetzt unbedingt repräsentieren, wie es aussieht in der Gemeinde. Aber es ist trotzdem interessant, dass Jesus die Gemeinde so einschätzt, dass er 50-50 sagt. 5 Kluge, 5 Törichte. Eines ist sicher, es werden viele sein. Und es sollte uns zum Nachdenken geben. Und damit will ich zum Ende kommen. Im Nachdenken darüber weiß ich ganz genau, was ich tun muss. Ich muss Buße tun. Ich muss auf die Knie gehen und meinen Gott suchen und sagen, Herr, was ich auch immer nicht habe, ich will es haben. Weck mich auf, erfüll mich neu, lass meine Lampe brennen mit Öl. Ich will leben mit vollem Wind in den Segeln. So will ich leben. Und das Gleiche ist auch, was Jesus spricht zu den Gemeinden, zu den 7 Gemeinden, an denen die 7 Sendschreiben gehen. Ich möchte euch 3 Dinge davon vorlesen, wo er zu den Gemeinden sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran,
aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. An die nächste Gemeinde, so denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast, halte es fest und tue Buße. An Laodicea auch, welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht. Vielleicht weiß dich ja Gott ganz genau jetzt zurecht, weil er dich lieb hat. Und züchtige ich, so sei nun eifrig und tu was? Tue Buße. Und das ist mein Aufruf an euch, ein Aufruf an mich, an uns alle. Lasst uns Buße tun vor Gott. Lasst uns neu vor ihm demütigen, uns ihm neu weihen, ihm neu hingeben und sagen, Herr, weck mich auf, ich will für dich leben. Und so ruft dich Jesus, so wie er Martha gerufen hat. Er hat sie nicht einfach nur zurechtweisen wollen, sondern er sagt, Martha, Martha. Er will sie mit Liebe gewinnen. Schau doch zu Maria. Darum geht's. Du bist mit so vielen Dingen beladen, machst dir so viel Sorgen. Du bist abgelenkt. Du schläfst. Aber ich will, dass du wach bist. Und darum geht's einzig und allein. Und es ist Jesus Christus. Deshalb, ihr Lieben, wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Und wisst ihr, wir schauen auf die herrlichste Zukunft, auf das herrlichste, phänomenalste, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und deswegen lohnt es sich, festzuhalten an dieser Krone der Herrlichkeit und diesen Lauf zu Ende zu laufen. Und das wünsche ich mir für mich. Wenn ich am Ende von meinem Leben ankomme und sagen kann, wie Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich bin treu geblieben und nun empfange ich diese Krone der Gerechtigkeit, dann kann ich sagen, mein Leben war es wert gewesen. Und das hoffe ich auch so sehr für dich. Möge uns Gott segnen, möge Jesus uns erfüllen, möge er unsere Lampen voll machen mit diesem Öl und dem Feuer des Heiligen Geistes, damit wir zu seiner Ehre leben können und mit Freuden auf diesen Tag zugehen, wenn Jesus wiederkommt. Seid gesegnet. Amen.